Für Mittwoch hatten die Wetterexperten den nächsten kräftigen Polterabend des Sommers 2015 angekündigt. Gegen 19.30 Uhr erreichte die Gewitterfront mit allen Zutaten von Sturm bis Starkregen den Erzgebirgskreis. Ähnlich wie beim Hochwasser 2002 und 2013 erwischte es Aue. Teile der Bahnhofstraße wurden überschwemmt. Die Begründung lieferte die Wetterstation auf dem Zeller Berg. Der Niederschlagsmesser registrierte innerhalb kurzer Zeit 40 Liter Regen pro Quadratmeter. Damit gehörte Aue am Mittwoch zu den drei regenreichsten Orten unter allen 2000 Messstellen in Deutschland. Der Sturm hatte zudem Bäume umgelegt, wie hier an einem Bahnübergang in der Neustadt. Am Donnerstagmorgen rollten die Züge wieder nach Plan. An die abendliche Sturzflut erinnerten nur noch ein paar Dreckreste am Fahrbahnrand. Diese dürften im Zuge des Großreinemachens ebenfalls alsbald verschwunden sein. Kleiner Trost für die Auer: Es ist relativ wahrscheinlich, dass die nächsten angekündigten Gewitter ihre Regenlast woanders verlieren.